Mit dem Euro scheitert Europa, sagt die Kanzlerin. Keine Aussage hat weniger mit der Wirklichkeit zu tun. Als ob Europas Einigung, Europas Integration von der Währung abhinge. Meine Damen und Herren, Europas Einigung und Integration hängt von ganz anderen Dingen ab. Von kulturellem Austausch, von Ideenaustausch, auch von Handelsaustausch. Die Währung spielt da kaum eine Rolle. Welche Funktionen sollte der Euro übernehmen? Man wollte mit Hilfe einer Einheitswährung auch einen Einheitsstaat haben. Europa und die EU entwickeln sich zunehmend zu einem Gegensatz. Und der Euro ist die Abrissbirne für Europa. Der Friede in Europa nach den Verheerungen zweier Weltkriege wurde nicht durch die Einführung einer Einheitswährung gesichert, sondern durch die kontinentale Durchsetzung der Demokratie. Aber gerade die Demokratie wird jetzt gefährdet durch die Euro-Rettung, wie sie durchgesetzt wird von Brüssel, Berlin, Paris und der Wall Street. Man brauchte sich ja nur auf den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu besinnen, denn da steht ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Eine klassische Formulierung des gesamten Kantianismus. Kürzer geht es nicht. Ja? Also die Menschen sind frei geboren. Das wussten natürlich auch schon die Römer, ich kann das nicht näher ausführen. Ja, was heißt denn frei geboren sein? Das heißt doch nicht, irgendwelche kläglichen Konsumrechte zu haben. Ja? Mit dem Euro ist kein optimaler Währungsraum entstanden, sondern ein dysfunktionaler. Der griechische Wechselkurs war nie identisch mit dem deutschen Wechselkurs, aber in der Währungsunion gilt ja 1:1. Allein diese Festschreibung, dass es künftig keine Abwertungen mehr im Falle von Inflation geben müsste, ein eisernes ökonomisches Gesetz, hat dazu geführt, dass sich die ganze Gruppe in einen Inflationsrausch begeben hat, zweitens in einen Konsumrausch und drittens in einen Rausch ständig steigender Löhne und Lohnstückkosten. Mit der Euro-Einführung wurden die südeuropäischen Staaten, aber noch mehr Frankreich, mit einer Sondersubvention bedacht. Und die südeuropäischen Staaten konnten ihre Inflationspolitik munter weiterführen und brauchten jetzt sogar geringere Zinsen zu bezahlen, als sie das vorher mussten. Sie konnten sich also noch hoffnungsloser verschulden, als sie vorher in der Lage waren. Das hat man in der Wall Street natürlich mit einem weinenden, aber vor allen Dingen auch einem lachenden Auge gesehen. Warum? Das primäre Interesse der Wall Street ist, dass das System der Schuldknechtschaft erhalten bleibt. Es darf also nicht zu einer Lösung des Schuldenproblems kommen, sondern das Schuldenproblem muss möglichst auf ewig und drei Tage prolongiert werden. Es ist ein geostrategisches Machtinstrument. Wer immer die Schulden eines Staates beherrscht, kann diesen Staat zu Dingen zwingen, die er eigentlich gar nicht haben möchte. Die Griechen erleben das mittlerweile am lebendigen Leib. Da werden Vorschriften gemacht von den Gläubigern, was in dem Land zu tun und zu lassen ist. Meine Damen und Herren, Demokratie ist da weg. Das gibt es nicht mehr. Mit kaum einem Begriff ist auch so viel Schindluder getrieben worden, wie mit dem Begriff der Demokratie. Natürlich war das Dritte Reich demokratisch. Es gibt im 20. Jahrhundert überhaupt nicht ein Staatswesen, das sich nicht als demokratisch bezeichnet hat. Fast alle sind aber reine Despotien oder Tyranneien. Die sind unendlich weit entfernt von der Freiheit. Und wir auch. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Vertrag ESM sich durchlesen, dann kommen Sie aus dem Entsetzen, nicht mal dem Staunen, aus dem Entsetzen nicht heraus. Wenn ein Land
unter den Rettungsfonds fällt. Und das beginnt jetzt mit Griechenland und geht mit Italien, Spanien und so weiter weiter. Dann fallen all diese Länder, die Geld aus dem Fonds kriegen, als Einzahler aus. Das ist da festgeschrieben. Und die Schlussfolgerung ist, es bleiben nur die übrig, die noch nicht gerettet werden müssen. Und der letzte Retter, raten Sie mal, wer der ist, der heißt Deutschland. Viel Macht korrumpiert auch viel. Und totale Macht korrumpiert total. Was wir mit dem ESM erleben, meine Damen und Herren, ist die totale Macht. Es hat noch niemals eine Währung gegeben, die sich einen Staat geschaffen hat. Und die Berufseuropäer haben dieses Konzept auf den Kopf gestellt. Und sie sind noch nicht einmal lernfähig, jetzt zu begreifen, dass die Stunde gekommen ist, das Experiment abzubrechen. Denn was jetzt und morgen und übermorgen geschehen wird, das ist ein Krieg, den kein General mehr gewinnen kann. Und vernünftige Generäle beenden einen Krieg, wenn sie ihn nicht mehr gewinnen können. Denn die Opfer werden sinnlos. Karl Marx hat zu Recht gesagt, es kommt jetzt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, sie muss verändert werden. Demokratie ist eine Aufgabe. Und die Aufgabe haben wir. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, nehmen sie andere für uns wahr und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es nicht nach unserem Willen geschieht. Wir müssen schon laut schreien, wenn wir was wollen. Denn wenn wir nichts sagen, dann macht die Politik oder auch die übrigen Interessen mit uns, was sie wollen.